Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Sims 4. Und wir spielen, ich will mal was ausprobieren. Ich habe bisher noch meine selbst erstellten Sims gespielt. Aber ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, wie das laufen. Wir streichen hier gerade, dass wir gleich direkt dagegen. Elterliches Dilemma. Beschere dem süßen Zwilling dieses Szenario eine wundervolle Kindheit. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir fahren das Spiel. Achso, dann sind die Mission. Fahren wir. Wo ist denn das jetzt? Ständig hier schon. Beginn dein Spiel mit einer Geschichte. Verdiene Belohnungen. Okay. Ich würde es einfach nur das jetzt mal spielen, was das eben da angeteased wurde. Jetzt ist es dann doch wieder irgendwas anderes. Was soll denn das? Das klappt hervorragend. Ganz der Stolz der Familie. Gut, dann gucken wir einfach mal, was oben ist. Wir fangen einfach dann oben an. Zu viel Kleinkinder. Okay, wir fangen einfach oben an. Was soll das? Ständig im Schatten. Oh, da muss ich meine Brille aufsetzen. Das ist ja so klein geschrieben. Das kann man ja kein Mensch lesen. Oh, das ist meine Brille. Das habe ich direkt drauf getouched auf meine Linse. Ja, nehme ich auch kaum noch auf. Also ich habe immer ständig irgendwelche Dilemma. So, technisches oder der eben halt, also gut, auf die Brille, das ist auch technisch, ne? Ja. Nuva Kurios gehört im College zu den Besten im Programmieren und nichts wird sie davon abhalten, in ihrem neuen Job zu glänzen. Nun ja, jemand könnte es vielleicht doch. Lewis, ein erstklassiger Programmierer aus ihrer Klasse, der sie in der Uni in den Schatten gestellt hat. Da sie jetzt ins Berufsleben startet, wird er ihr wohl nicht mehr begegnen. Nicht wahr? Warte. Ich das halt spielen wollte. Ich bin kein Anfänger. Erneuerungstrank ist das. Mit dem Haushalt Martinez spielen. Ein junges und unbekümmertes Ehepaar weiß nicht, was es mit seinen lärmenden gelingt es den beiden eine Umgebung für ihre Kinder zu schaffen, in der sie sich entwickeln können und schaffen sie es, die Kinder auf die richtige Bahn zu bringen. Okay, jetzt frage ich, ob es überhaupt funktioniert, wenn man Einstellung, glaube ich, halt dann ausgeschaltet hat. Ich hoffe, dass es hier gar nicht mehr persönlich anstellen. Schauen wir mal. Muss ich das umstellen? So, wo fing es an? So, Mann, jetzt da haben wir es. So, jetzt müssen wir mal irgendwo einziehen. Was ist da? Fahren wir da hin? Können wir uns das leisten? Das ist zu teuer. Haben wir hier irgendwo so eine alte Hütte, die einfach mal so kurz vom Abreißen ist? Abreißen. Wir können auch eine eigene bauen. Wir haben 40.000. Ja. Ja, puh. Brauchen wir was Eigenes? Was ist das, eine kleine Hütte? Kostet 18.000. Ja, die können wir doch nehmen. Das ist doch wunderbar. So ein kleines Hütchen. Ja, fertig, jetzt nehmen wir das Hütchen. Wollt ihr jetzt nicht groß rausbauen? Ist doch ein bisschen zu lang. Probiert, ja. Wir nehmen das. Zack. So. So, elterliches Dilemma. Gut, das haben wir schon gelesen. Belohnung, gibt es irgendeinen Trank, Bonus, irgendein Geschenk, mögliche Ereignisse, verantwortungsvolle Teenager, großgezogen, wilde Teenager großgezogen, Leonard erbringt
Spitzenleistung, so viel lässt nach, so viel erbringt Spitzenleistung, Leonardo lässt nach. Hä? Nö, das reicht. Eine Information. Wir wollen jetzt einfach spielen, ne? So, machen wir erstmal Pause. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen einrichten, müssen wir ja schon. Weil es sind vier Personen, wir haben nur zwei Betten. Richtig? Das ist ein Ehebett. Nee, da ein Ehebett. Ein Kinderbett fehlt da noch. Ein Ehebett haben wir da schon. Brauchen wir noch ein Kinderbett. Also. Upp. Brauchen wir ein Kinderbett? Das ist ganz einfach. Zack. Oh, passt aber nicht hin. Ach, wie ärgerlich. Ach, wegen der Tür, ne? Oder? Passt auch nicht hin. Wie mache ich das? Die Etage höher haben wir nicht. Nope. Wir haben nur diese Etage. Das heißt, wir müssen die beiden Kinder da irgendwie reinzwängen in diesen Raum. Also machen wir das mal erstmal zur Seite. Hopp. Und dann braucht das so ein Bett halt, ne? Oh, die möchte bestimmt ein rosa Bett haben. Das ist ein junges Mädchen, ne? Warum passt das hier nicht hin? Warum passt das? Warum? Warum passt das da nicht hin? Da haben wir noch zwei gleich. Sieht nicht gut aus. Lass mal sich die Lektion ansehen. Also, was ist so schön da? Die Geschichte der Familie Martin ist der fortgesetzt. So. Pablo und Jennifer sind junge und unbekümmerte Eltern, die nicht wissen, was sie mit ihren wärmenden, gebärdigen Kindern machen sollen. Das haben wir vorhin schon. Gelingt es dir, eine Umgebung für die Kinder zu schaffen? Das haben wir alles schon gelesen. So. Gut. Nee, warum nicht? Danke. Was ist das hier? Mod. So. So, dann tun wir das weiter ran. So. Und jetzt müsste aber noch ein zweites Bett hingehen, oder? Muss doch was gehen. Muss was gehen, oder ich brauche noch ein Bett. So. Ah ja, komm, so geht direkt, aber dann nicht mehr. Brauchen wir die ganzen Wände. Das irgendwas muss da im Weg sein, dass man da nichts stellen kann. Ich muss mal schnell schauen. Die Tür, ne? Ja, ist die Tür das Problem. Problem ist die Tür. Können wir die Tür versetzen irgendwie irgendwo? Die Wand nochmal aufmachen hier. So. Da ist die Tür. Kann ich sie ein bisschen weiter rübersetzen? Jupp. Sehr dicht da dran, aber ich kann dann wieder. Ich kann das Bett dann nicht gleich platzieren. Jupp. Jupp, dann passt das jetzt auch. Dann haben wir zwei gleichen Betten und dann können wir die Kommode auch wieder da in der Mitte stellen. So, zack. Alles klar, dann brauchen wir, weil wir haben Schulkinder, wir brauchen einen Schreibtisch. Ja, Stuhl können wir ja auch schon mal nehmen, kein Bürostuhl. Wir haben ein bisschen Geld, aber... buntes und neutral, weil wir hier junge Mädchen haben. Haben wir hier grün-schwarz, was denkt ihr davon? Ne, rot-schwarz. Ah, nehmen wir rot-schwarz. Ne? Ich stelle meine Spur mal irgendwo im Weg oder so. Da. Da hin so, zack. Dann brauche ich noch einen Schreibtisch. Oberflächen. Oberflächen, zack. Dann nehmen wir mal einen Schreibtisch. So, nicht so groß. Das müsste gut schön passen. So, gucken, wo sie das ein bisschen haben könnten. Ja, ich denke, hier ist ganz gut. Wir bauen das da hin. Ja. Der Stuhl, zack, da hin. Oh, passt auch. Jetzt brauchen wir einen Computer. Computer, Computer. Apparat und nicht. Elektronik. Ne? So, Computer. Hier, komm, da gibt es einen für 300. So, zack. Computer am Start. Dann brauchen wir Musikinstrumente. Kinderförderung, ich glaube, sehr viele Musikinstrumente. Außerdem besorgen wir hier noch Musikinstrumente für Kinder.
So. So, was wir können da mal hinstellen. Ja, die Frage steht, dass sie nicht ins Bett kommen. Ja, doof. Wenig, das Haus hat wenig Platz, was ich sagen. Klar kann man es vergrößern, ja, aber nicht. Wir kämpfen uns hier durch irgendwie. Gehen wir das mal da hin. Ich hoffe, ja, wir können jetzt noch ins Bett, ne? Ich glaube, das wird klappen. So. Das ist das so überdachte Bereich da, ne? Ja, alle Dachbereiche. Das heißt, wir können das hier auch effektiv nutzen. Hier zum Beispiel für sowas hier. Hopp. Müssen wir natürlich noch eine niedliche Bank dahinstellen. Für außen geeignete hätte ich gerne. Haben wir hier was aus Holz hier? Da, da kann ich auch noch nehmen, ne? So. Die Frage, kommt sie da noch hin? Oder so? Kommt keiner durch, ne? Kann sie keiner hinsetzen da. Das ist wie eine Blockade. Kriegen sie ja nicht hin. Hm, wie doof. Also warte mal. Wir haben das. Umdrehen. So hinstellen. Nee, geht's auch nicht. Auch zu eng. Hm, schade. Ja, dann kann halt nur ein Zuschauer dazu kommen. So ist das halt so. Nein, schau da hin. So. So, was haben wir dann noch? Was ist das hier? Wo ist die Straße hin? Okay, die haben keine Straße. Was ist das so? Mhm. Also direkt so am Wasser, aber schön, ne? So, da brauchen wir noch eine Schaukel. Achso, warte mal, wenn wir schon hier außen was machen, Außengeräte haben, machen wir es dann auch gleich hier so. Zack. So. Mir passt nicht vom Style her. Bin vielleicht ein bisschen pingelig, kann es sein. Brauche ich doch viel zu viel wieder, ne? Wenn ich so ein. So. Und auch noch ein Tisch. Und Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. Ah. So. Ich beschäftige mich wieder zu sehr mit. So. Okay, dann haben wir hier schön Plätze. Brauchen wir noch einen Grill? Aber das ist ja das Grill hier. Zack. Ein schöner Grill. Das ist ein cooler Grill. Ein bisschen, ne? Ah, der Baum ist weg. Ah, der Baum ist weg. So. Geh weg. Genau, dann stellen wir das hier so. So. Genau. Da. So. So ist gut. Echt so. Dann haben wir das erstmal so weit, ne? Okay, dann fangen wir schon mal an. Wir sehen, was wir hier haben. Was uns dann erwartet. Betten haben wir alle. Wir müssen Sophia und Leonor ein Kinderbett zuweisen. Ah, das machen wir als erstes. Das ist die erste Aufgabe. Okay, dann weisen wir Kinderbett zu. So. So, Sophia und Leonardo. Gut, Bett zuweisen. Sophia. Und das hier Bett zuweisen. Leonardo. So. Erledigt.
So, sicherstellen, dass Kinder nachts gut schlafen. Wie kann man das denn feststellen? Das ist schwierig. Gruppenmahlzeit kochen. Okay. Wer kocht denn heute? Eine Gruppenmahlzeit. Hat er denn für Skills eigentlich? Ach, das lernt er ja dann alles. Ach, kochen hier. Gruppenmahlzeit kochen. Ja, warte nicht. Zusammen kochen. Ja, mit ihr. Alle hier zusammen Familienkochen. Ah, das wäre großartig. Ein großes Familienkochen machen wir. Und dann hier ein Fischfest mal. Ja, das ist sehr schön. So. Oh, ich mag Champignons. Aber Mama hat gesagt, wir kochen was anderes. So, Papa, wollen wir ins Theater gehen? Oh, nee. Veralbert ihn gerade, okay, war keine Frage im Theater. So, die Mutter spielt wieder mit dem Handy. Irgendwie klappt das hervorragend mit meinem Wunsch zu kochen. Kochen. So, kocht ihr jetzt? So, so haben sie alle schlechte Laune. Großartig, es funktioniert hervorragend. Ja. So, wolltest du nicht kochen? Hey, Alter, wir wollen kochen. Aber in die Küche mit dir. Ja. So. Ah, das ist sehr nervig. Das ist sehr nervig. Also, dass das noch nicht griffig ist, die haut ab. Hat die Arbeit? Wo geht die hin? Ach, die geht arbeiten, okay. Achso, klassische Studie. Achso, fleißig arbeiten. Okay. Ja. Oh, du bist aber ja noch ein Kuchen. Er redet nebenbei mit den Kindern. Er spielt. Oh, wir müssen zur Schule. Ah, jeden zur Schule. Zur Schule gehen. Zur Schule gehen. Nicht reden. Zur Schule. Verdammt, verdammt. Zur Schule gehen. Zur Schule gehen jetzt. Zur Schule. Sie gehen nicht zur Schule. Zur Schule gehen. Das klappt ja wieder hervorragend. Ich glaube nicht mehr zur Schule gehen. Die wollen nicht zur Schule gehen. Und das ist wieder dieser Bug, den ich da wieder habe. Den hatte ich auch eine Zeit lang. Bei irgendwelchen komischen Updates. Wir gehen nicht zur Schule. Was soll denn das? Ich bin neben reagieren, achso. Geh nicht. Ich geh immer nicht zur Schule. Verdammt. Ja. Es läuft, es läuft. Profikoch. Ah, das ist ja großartig. Kaba Dizi Inja. Oh. Nee. Okay. Dann ist der Spaß ganz auf. Ja. So. Ja, ich werde die Sims-Outfits noch tauschen. Diese Standard-Outfits sind sehr langweilig. Auf Bestechung einlassen. Was denn? Jennifer hat ein wichtiges Interview für einen großen Artikel geführt. Doch jetzt bietet ihr der Befragte Bestechungsgeld an, damit sie im fertigen Artikel einige alles andere als schmeichelhafte Details verschweigt. Jennifer kann das Geld entweder annehmen und ihre Geschichte abschwächen oder ihr Prinzip treu bleiben. Auf Bestechung einlassen? Nein, wir lassen uns nicht bestechen. Wir haben es auch nicht nötig. Wir haben Geld noch. So. Ich habe keine Uhr. Ich weiß nicht, wie spät das ist. Ich weiß nicht, wie spät das ist.
Zurück hier. Haben wir keine Musik? Hier fehlt ein Radio, ne? Kannst du das hier im Radio fehlt? Hier fehlt ein Radio. Hier fehlt eindeutig ein Radio. Hier fehlt ein Radio. Begrüßungstee. Wo ist Begrüßungstee? Wer will Begrüßungstee? Ach, hier. Ach, Mann. Hause schicken, freundlich, Nachbarn hereinbitten. Ach, shit. Nachbarn hereinbitten. Das klappt ja wieder hervorragend hier mit den Nachbarn. Und sind wir zu, dass du mit Kochen fertig wirst, dass sie die Nachbarn da endlich mal reinlässt. So. Ich entschuldige hier. Entschuldige dich mal, komm. So. Entschuldigung, klappt immer noch nicht? Nein, geht immer noch nicht zu Wort. Sieht aus mit Hunger? Die haben eigentlich gar keinen Hunger. Du hast Hunger, da los. So, freundlich. So, ein bisschen persönlich. Ein bisschen kennenlernen. Ja, es läuft, denke ich mal. Stören tut mich, dass sie nicht zur Schule gehen. Ich hoffe, es ist nicht der Bug, dass es einfach nur jetzt Anfang des Spiels ist. Also, dass so. So, freundlich. Ich kann Geld klauen. Der läuft ja weg. Was soll denn das? Jetzt ihn auch. So, freundlich. Mehr Auswahl des Kommandanten. Achso, spielen die gerade was? Mit den Kindern? Kann es sein? Hallo, Shall We Be? Fuss. Oh, Zappelnorf. Turful Pirpana. Kirashi, Abbasane. Kann ich zusammen angerichtet nehmen? Heißierg, Bumkaro, Zumpisa, Sabu Shusha. Schmezel, Yipina. Ukaru. Rissalek Kumbar. Pardu, Skins the Plosh. Vobau, Zuma Forb. Sibiwum Florib. Bwis Brainem. Ackerfisch. Okay. Nur seine Art zu kochen nicht. So, vegetarisch. Pablo ernährt sich vegetarisch. Pablo ernährt sich vegetarisch. Vegetarische Sims essen keine Gerichte mit Hühnchen, Rind, Fisch und so weiter. Wenn sie fleischhaltige Speisen essen, können sie krank werden. Das hätte man auch eher sagen können. So, was haben wir denn noch? Lektion Leben. Also, liebt die Natur. Papu liebt die Natur. Zeit im Freien ist für solche Sims ein Muss. Doch die emotionale Belohnung ist es wert. Koffeekalterei. Pablo hat jetzt die Rezepte für Eier und Toast. Speck, Salat, Tomaten, Samples, Tortillas mit Soße und Fischtacos gelernt. Außerdem hat er einen coolen neuen Kombi-Trick gelernt.
Okay. Kinkuya. Das ist Sophia. Aufgrund ihrer neuen Champfähigkeit kann Sophia jetzt andere Sims mit dem Handschocker reinlegen und viele andere chemische Interaktionen ausführen. Mit hoher Fähigkeit werden neue chemische Interaktionen freigeschaltet. Es ist ein Glücksgefühl, Prinzipien zu haben. Jennifer ist dran geblieben und hat eine großartige Geschichte veröffentlicht. Leistungsverbesserung mittelgroß. Oh man, so viel. Jetzt wieder Pablo. Hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Die neue Comedy-Fähigkeit von Pablo erlaubt es ihm, am Mikrofon Witze zu erzählen und am Computer Witze zu schreiben. Willkommen in der neuen Nachbarschaft. Das ist ein bisschen rückwärts. Leonardo ist nicht zur Schule gegangen. Wenn er zu oft fehlt, werden seine Noten schlechter. Und das gleiche auch mit Sophia. Und da haben wir nochmal die Kopfigkeit. Kann Pablo jetzt köstliche Sozialfähigkeit. Leonardo kann jetzt auf sprechendes Spielzeug drücken und damit reden. Okay, das ist ja großartig. Hier ist der Level erreicht. Pablo kann Kinder jetzt zu einem bestimmten Verhalten ermutigen, die Kinder beeinflussen, aufzuräumen. Er kann jetzt schlechtes Verhalten tadeln, indem er ein Kind bittet, eine Aktion nicht mehr durchzuführen. Oder ein Kind, ein Kind anschreit, dass es aufhören soll. Okay, so liebt die Natur, Jennifer liebt die Natur, willkommen, alles klar. Gut, dann können wir das hier schon machen. Es sei denn, es ist was Neues vorgefallen. Ist was Neues? Irgendwas rumpelt in Mars und Pablo. Natürlich, der Fisch. Wissen wir ja. Bezahlfähigkeit erreicht. Wir können jetzt einen Computer-Synthetikon schauen. Irgendwo sagen. Pablo hat ein neues Fischrezept. Gut. Nun, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Man sieht sich, danke. Okay, also, weg. So, da schauen wir mal die Liste. So. Oh Mann, was ist der Rumpfchen da an? Wer ist das? Ich weiß, dass du neu in der Nachbarschaft bist und dich erst noch eingewöhnen musst. Aber Sophia und Leonardo bekommen lauter Vieren. Was? Ich weiß, dass sie kluge, kreative Kinder sind. Daher muss ich davon ausgehen, dass das Problem bei ihren Eltern liegt. Hilf deinen Kindern, ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich behalte sie im Auge. Und euch zwei, Martinez auch. In meiner Schule laufen die Dinge ein wenig anders. Ich habe nicht 12-mal den Titel Direktor des Jahres gewonnen, indem ich widerspenstige Kinder und uninteressierte Eltern toleriert habe. Du wirst wieder von mir hören. Oh, so ein Arsch. Der ist aber biestig. So. Jetzt fangen wir mal hier an. So eine Hausaufgaben machen. So, Hausaufgaben machen. Achso, zusammen Hausaufgaben machen, ich auch machen kann. So, zusammen Hausaufgaben machen. So. Und du kannst auch Aufgaben hier aufräumen. So. Ja, ich will mal sehen, dass ich hier eine YouTube-Serie draus mache. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich teste das so ein bisschen. Wie gesagt, wenn das jetzt hier mit diesem Schulkram nicht klappt, wenn das ja wieder so dieser blöde Bug ist, weil die da wieder irgendein tolles Update gemacht haben, das in Konflikt mit meinen mit meinen installierten Zusätzen ist, dann ja. Dann habe ich natürlich. Ja, dann dauert das. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann nochmal weitermache. So, einfach ist das. Denn ich mache das ja nur dann, wenn ich mal Bock und Lust und Spaß dran habe. So, der muss auf Toilette gehen. Sie setzen sich in da, um Hausaufgaben zu machen. Okay. Kaba Wir können hier gar nichts sehen hier, oder so. Da ist er immer. Oh, Fenoy Nibnab. Senis Chorg. Narbo Shoib. Sieht schon ein bisschen müde aus, ne? Duba. Puib Hale. Ja. Also von oben herab, ne? Das ist auch nicht schön. Eigentlich müsste er fairerweise, netterweise auch auf den Höhenlevel des Jungen gehen, ne? So habe ich es gelernt. Kindern immer in Augenhöhe sprechen. So.
Wir haben uns auf Toilette, okay. Alles da. Mhm. Erst auf Toilette, wenn er dann fertig ist. Oder was auf, sie hier. Sie kann ja hier Gericht nehmen, zusammen Gericht nehmen. Weglegen, so. Wenn sie ja fertig ist. Wie spät haben wir es? Wir haben es erst 17 Uhr. Ah. Machen die jetzt zusammen Hausaufgaben? Das ist ja süß. Wer ist das? Krimbau Wimper, Jakalau Brogi, Payun Zaragua. Wer weiß? Ja. Grab Zarin. So freundlich. Kennenlernen. Das ist seine Frau. Das ist ja. Huch, ja. Das ist ja Jennifer, okay. Die Jennifer. Ah, guck mal, die Kurse. Oh, sie ist. Rina. So, Auswahl. Mehr Auswahl. Ach, die sind noch nicht auf die Level, dass sie was? Gobi Nushpa. Yemi Temp Thorbo. Da füllt hier was. Ihr füllt was. Torki. Schuxa. Achso, ich habe auch falsch gemacht. Ich muss auf ihn klicken. Dann erst klappt das. Ja, hier ist oben am Tisch. So, nee, kurz noch. Renn doch nicht weg. Wir haben noch ein bisschen Romantik hier. Das gehört auch ein bisschen dazu. Oh, Bibi machen können wir auch. Nee, wir haben, glaube ich, genug mit den zwei zu tun, ne? Was die zwei schaffen, ne? Romantik. Steve Pombo. Ah, du. Zeit zu küssen. Zomas. Boyo Shuna. Ja, wollen wir das Bett topsen? Das beküssen wir sie. So, so! Was hat er denn? Hat er schon wieder Hunger? Mm. Da war doch eben Essen. Ach, er hat ja Bauchschmerzen, weil er echt, ja. Watanabe Scansis, Domi Bayen, Kisanis. Oh, wir kommen ein bisschen Spaß in der Tat. Oh, was ist das eigentlich? Wann muss er eigentlich arbeiten? Ich muss auch irgendwann arbeiten. Sinoche. Yumba Mush. Den Verwandte, okay. Ach, das ist schon bizarr. Er hat noch Zeit. Was ist sein Job? Also, dass wir hier reingucken, ja. Das ist ja immer schwierig, so Sims zu übernehmen. Wenn man so gar nicht kennt, Level 3. Also, das ist sein Job. Marco Gora, Slumpos. So, Arbeit. Hast du schon ein bisschen Arbeit, aber was ist sein Job? Steht hier nirgends oben, nicht? Okay. Besetzt die Tür gerade so. Genau. Oh, was hat die? Oh, sie ist traurig. Oh. Oh, sie ist traurig. Was ist da los? Die verletzt, weil sie sich von jemandem in der Nähe verletzt fühlt. Die Zeit wird vielleicht irgendwann so viel heilen. Aber normalerweise schmeckt es nicht. Oh, warum denn? Komm her, komm mal hier. Ach, sie muss auf Toilette. Aber, guck mal. Freundlich. Entschuldige hier, komm, entschuldige mal. Und dann geht sie auf Toilette. So, siehst du, alles sehr gut. So. So, er kann dann schon mal sich Bett. Hat er noch Hausaufgaben zu machen? Nein, nicht mehr. Dann, ich lasse bewusst hier ein Glas Wasser nehmen und Zähne putzen. Denn sie geht jetzt hier auf Toilette und danach geht sie auch ein Glas Wasser nehmen und Zähne putzen. Das ist die blöde Mutter da drauf gegangen. Ja, toll. Hat ja gut geklappt, der Plan. Jau ab, Alter, da. Oh. Dann setz dich erstmal hier hin, setz dich erstmal hier hin, setzen. Warten. Lass das trinken, ja? So, der Junge ist fertig, dann kann er kann schlafen gehen. So, schlafen. So, jetzt kann sie auf Toilette gehen.
Ja, es geht sie auf Toilette. Sehr schön. Oh, die ist einfach wütend jetzt. Hitzköpfige Sims geben bereits bei der kleinsten Kleinigkeit an die Decke. Okay. Okay, du hast aber nicht aufgezogen, oder? Ärgerliche Häufchen, komm mal, ärgerliche Häufchen jetzt hier, komm. Ärgerliche Häufchen. So. Okay. Okay, den Hände waschen, nicht vergessen. Er macht sich schon. Lass Wasser nehmen. Und Zähne putzen. Und dann ins Bett. Schlafen. So, wenn er ihm schon mal zudeckt. Ja, zudecken heißt ja ins Bett schicken. Das ist einfach. Hm. Na gut. So. So. Ja, wir wollten noch einen Computer. Hier sitzen so. So, wenn die ans Bett ist, dann sagt sie gute Nacht. So. Ja, warum ist das hier? So viel ins Bett schicken. So. Ach, siehst du. So, haben wir auch mit Computer spielen. Oh, Mushka. So. Oh! Wo ist sie? Hä? Irritiert. Was ist da los? Hä? Nicht schlafen. Nein, sollst du auch nicht schlafen. Bin ich doof oder was? Den Nadel ist verschieden. Soll auch nochmal zu denken kommen. So. So, linke Seite Bett zuweisen. So. Rechte Seite zuweisen. So. Und dann auch hier. Sie geht einmal hier. Oh, ich möchte den Dampf in die Dusche nehmen. So. Er jetzt, das Wasser nehmen, Zähne putzen, Hände waschen, so. Hab noch eine Dusche. Dann geht er auch schon schlafen. So. So, und dann haben wir auch schon die erste Folge geschafft. Ich hoffe, die Toneinstellung so stimmt, weil ich muss ja rumstellen hier wieder, weil Streamlabs wieder alles vergessen hat. Ja. So, was ist mit allen los? Wie geht's denn jetzt? Gehen wir 10%. 10%. Und ein Glas Wasser nehmen noch natürlich und dann schlafen bitte. Schlafen, 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 schlafen. So. Schlaf, achso, apropos Lichter. Automatische Lichter. Alle Lichter. So. So, dann gute Nacht. Aufwärts ändere ich jetzt noch. Das war ja aber offscreen. Deswegen an dieser Stelle wünsche ich euch auch eine gute Nacht und oder einen schönen Tag, was auch immer, wann das Video geschaut wird. Und ja, bleibt fruchtig und gesund und dann sehen wir uns vielleicht demnächst, wenn das hier alles klappt und ich hier nicht irgendwelche Konflikte mit meinen Ergänzungen habe. So, so, bis dann. Habt euch wohl. Ciao. Euer Jockel.